Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern habe ich euch ja einiges zum neuen DLC berichtet. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann checkt mal das Video ab. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe mich leider in meiner ganzen Hype-Situation ein bisschen vertan. Es war nicht der 8.8., sondern der 8. Oktober. Ja, Oktober mit August verwechselt, man kennt's. Es ist also nicht 8.8. zu Season 5, sondern 8. Oktober, wenn der DLC rauskommt. Aber ja, dass ihr das auf jeden Fall wisst. Mit dem Patch kam ja endlich Neuerungen zur Grube. Wir hatten ja ganz lange Probleme erst mit den Stygian Stones. Da habe ich ja meinen 12 Stunden Grubentest gemacht. Wenn ihr das verpasst habt, dann auf jeden Fall nochmal abchecken. Aber da hat sich jetzt einiges um 180 Grad gedreht. Vor allen Dingen wurden die Boss-Endgegner viel, viel einfacher und wirklich durch die Bank weg viel, viel einfacher, weil der ein oder andere von euch weiß es. Der Pit, die Grube an sich, die Gegner, die waren immer gut, aber der Boss, der war irgendwie signifikant viel stärker. Das wurde jetzt auf jeden Fall aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Boss wird nicht mehr so extrem viel stärker sein als der Pit. Und um das einmal zu demonstrieren, möchte ich mit meinem Bash-Barb hier meine allerhöchste Stufe durchgehen. Das ist aktuell die 107. Die hätte ich vor dem Patch nur sehr, sehr schwierig geschafft. Und jetzt sollte das, zumindest mal beim Boss, viel, viel einfacher gehen. Ich werde hier einmal durchgehen und dann sehen wir uns beim Boss wieder. Die Steinchance hat sich ja auch erhöht, nach meinen Berechnungen verdreifacht. Das heißt, da wird es auch nochmal spannend, inwieweit ich da vielleicht Steine bekomme oder nicht. Zoe, wir sind beim Boss. Ich bin jetzt sehr gespannt, was für ein Boss und wie schwer oder einfach wird der sein. Ja, lass uns überraschen. Ob mir das signifikant irgendwas auffällt. Gerade die drei Bosse, die ja im Hintergrund als Phantom kommen, sollen sehr viel einfacher geworden sein, beziehungsweise nicht mehr so extrem viel stärker als der Dungeon. Bin ich sehr gespannt, ob ich jetzt sterbe, wie lange es dauert, weil so rein vom Gefühl her, lebenmäßig haben die nicht weniger. Ich glaube, Leben ist relativ ähnlich, so wie es vorher auch war. Spannend wird halt, was ist mit den Bossen im Hintergrund. Die haben höheren Cooldown. Die sind nicht mehr so stark. Die machen nicht mehr so viel Schaden. Da bin ich sehr gespannt, ob ich jetzt hier einmal drauf gehe oder ob das ganz gut klar geht. Ich habe für den Dungeon jetzt ungefähr 5 Minuten fast gebraucht. Deswegen auf jeden Fall sehr spannend, wie lange ich brauche. Ich knüppel hier einfach drauf weiter ein und am Ende, wenn ich es geschafft habe oder nicht geschafft habe, mache ich einen Cut. Was man vielleicht noch dazu sagen kann vorher, ich werde natürlich nicht auf Krampf irgendwie ausweichen. Also, da ich das vorher auch nie gemacht habe, werde ich natürlich versuchen, einfach stehen zu bleiben und alles wegzutanken, um da auch einen, ja, einen Vergleich haben zu können. So. Ein KP noch. Geschafft. Geschafft. Also, lebenmäßig. Oh, wie das Pet alles einsammelt, wie süß. Lebenmäßig hatte der genauso viel wie vorher auch, aber es war viel, viel angenehmer mit den Extra-Bossen, die da im Hintergrund gekommen sind. Ich gehe stark davon aus, dass jeder von euch oder viele von euch jetzt sehr viel weiterkommen werden, als es bislang der Fall war. Habe jetzt keinen Stein bekommen, aber die Stygian Stone Chance wurde, wie gesagt, drastisch erhöht. Ich hatte ja in meinem Test eine 6% Chance ungefähr beim 90er Pit. Das soll jetzt irgendwo bei 16 sein. Pit-Stufe 8, 100 hat 18%. Ich habe hier gerade 107er gemacht, das wird wahrscheinlich so 19% haben. Und geht hoch bis Tierstufe 200 auf 30%. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Änderungen. Nicht nur steinmäßig, sondern auch die Bosse, die ja sehr, sehr, sehr viel zu stark waren. Freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich werde den nächsten Tag auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr im Pit jetzt reinschauen, gucken, wie hoch ich komme und vor allen Dingen Steine besorgen. Und wenn ihr diesen Build hier nicht verpassen wollt, dann sollt ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen. Den Build hier werde ich euch morgen vorstellen. Ist aktuell, glaube ich, der Build, mit dem man am schnellsten die Grube schaffen kann. Also, wenn ihr den nicht verpassen wollt, den werde ich euch morgen einmal vorstellen. Ist mein Lieblingsbild sogar aktuell, würde ich fast sagen. Also overall Season 4 mein absoluter Lieblingsbild. Barbar, Wirbelwind, das Level sehr, sehr nice. Euch viel Spaß in der Grube und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.